So, hallo meine Freunde, ich zeige euch jetzt von Lego Legends of Chima die Bücherei der Adler. Die habe ich in einem Sechskantturm gebaut, ähnlich dem Turm, wie er im Film Der Name der Rose vorkommt. Das ist dort auch ein Büchereiturm. Das habe ich hier als Sechskant mit äußeren Türmchen, also Erkern, gebaut. Und innen drinnen sind schwebende, hängende Bücherregale. Dort steht Eris an einem Bücherregal und liest. Hier drin im Turm selber habe ich einen Schrein mit Energiekristallen, Chi. Unten in der Truhe sind ein paar Schätze drin. Und oben ist eine Kristallkugel, der passt genau in die Mitte von diesem Turm. Hier vorne steht auch eine Adlerin. Hier unten drinne ist eine Tür. Da können dann die nicht fliegenden Besucher der Bücherei reingehen. So sieht der Ganze von außen aus hier. Ich kann mal mit der Kamera da reinhängen. So. Die Balkone, das sind die Einflüge und Öffnungen für die Adler. Die können ja logischerweise fliegen. Und unten drin ist die Tür für die, wie gesagt, nicht gehenden Besucher. Ist ein sehr schweres Gerät geworden. Und dann ist nochmal dieser Schrein, dieser innere, in der Bücherei stehende Turm. Vielen Dank fürs Zuschauen hier.